Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac Revelations. Ihr fragt euch sicherlich, warum hat er dort -2? Ganz einfach, weil ich dachte, es ist eine coole Idee, mit Lost vielleicht einen Run zu machen, weil man ja anscheinend Items freischalten kann, wenn man die Gletscher macht. Und wie soll ich sagen, ich habe 2-mal beschissene Items bekommen und habe die Gletscher nicht geschafft. Und diese Aufnahme erspare ich euch jetzt. Wie gesagt, die sind nur ein paar Minuten lang, weil ich im Gletscher gestorben bin. Wenn ihr das hier seht, sind die Chancen gut, dass ich es geschafft habe, oder ich sterbe irgendwann mittendrin. Oder so. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal, was in diesem Run jetzt so passiert und was ihr so sehen werdet. Wir sind hier im Curse of the Maze. Das ist natürlich nicht so amazing, wenn ihr versteht, Mann. Weil wir werden dann die ganze Zeit so hin und her geportet und das ist nicht cool, Mann. Manchmal werden wir in Geheimräume reingeportet. Das ist cool. So. The Lost muss jetzt ein gutes Item bekommen. Bitte. Bitte gib mir ein gutes Item. Keine HP-Upgrades, so wie mir das Spiel die ganze Zeit HP-Upgrades gegeben hat mit Lost. Einmal der Relic, dann Hundefutter, dann irgendwie diesen Fleischklumpen da. Das ist nicht cool, Mann. Das ist nicht cool. Und diese Typen sind super form und das ist auch nicht cool. Okay, haben wir das heute noch gleich? Scheiße, Mann. Ich krieg nicht mal diese Typen so schnell down. Und ich soll dann jetzt im Gletscher arbeiten? Wir können rerollen, das ist gut. Wir müssen übrigens auch einen Schlüssel finden. Einmal habe ich keinen Schlüssel gefunden und habe den Run neu gestartet. Hier ist dein Schlüssel, alles okay. So. Ich will unbedingt rerollen, deswegen wäre jetzt eine Bombe ganz gut. Auch wenn wir Bomben brauchen für den Gletscher, nicht wahr? Aber im Gletscher werden wir doch sicherlich eine kleine Bombe gedroppt bekommen. Na, wobei, das Problem hatte ich schon. Ich habe ein kleines Déjà-vu. So, komm her, du Großer. Ich finde es sehr schön, dass ganz viele Superformen jetzt hier auf mich warten. So, das heißt, wir können jetzt auf dieser Ebene den Gletscher betreten. Sehr cool. Oh, ich will dieses Space-Item. Oh Mann, ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie ganz viel Geld. Vielleicht ein goldener Kack kaufen. Das wäre super gut. Aber ich glaube, die Chancen stehen eher gering, dass da irgendwo ein goldener Kack kaufen auf uns wartet. Aber die Kerze wäre wirklich gut. Feuer, ne, ist sehr gut. Gegen den Gletscher, der wahrscheinlich nicht Gletscher heißt. So. Okay, auf Wiedersehen. Und noch ein Schlüssel. Perfekt. Nur hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen Geld oder eine Bombe, um zu rerollen, aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich nehme ansonsten das, was ich bekomme. Und spiele einfach nur verdammt gut. Leider nur ein Schlüssel und noch eine Batterie. Und eine Münze. Okay, das war jetzt ein bisschen gruselig. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nicht sterben an so einer Scheiße. Vielleicht erstmal diesen Typen hier unten töten. Genau, jetzt sind wir noch. Nur noch wir beide hier. Genau. Ah, ah, ah. Ich gehe da noch nicht hin. Ich check erstmal diesen Raum hier ab. Immer so coole Räume. Und immer so beschissene Räume, um mit Lost hier zu überleben. Das gibt es doch nicht, Mann. Wieso will mich das Spiel tot sehen mit Lost? Okay, 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 okay. Konzentration. Er macht jetzt Spooky Spooky. Mach nochmal Spooky Spooky, bitte. Super, machst du das? Mach nochmal Spooky Spooky. Super, machst du das? Nochmal Spooky Spooky. Oh mein Gott, er ist wirklich gut im Spuckfieber. So. Okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da. Und. Da, 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 da. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Nur noch ein Viertelchen fehlt. Oder so. Ja, machst du wieder Spooky 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 ist am besten. Wenn ich jetzt an Spooky Spooky sterbe, dann bin ich aber sehr traurig. So. Und gib uns jetzt den Magic Mushroom. Bitte, 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 bitte. Es ist so ein Ding, das macht Range Up und eine Luck Up Münze. Na gut, dann gehe ich jetzt mal zurück und hoffe, dass ich ein paar Mal rerollen kann, um... Ja, warte mal, vielleicht ist hier noch ein... Okay, Curse of the Maze, du... Burkenkaffee. Sorry, YouTube, Mann, sorry, YouTube, dass ich so... unwerbefreundlich bin. Oh, jetzt bekommen wir das Ding. Warte mal, haben wir hier irgendwo... Oh, okay, das ist aber ziemlich cool eigentlich, nur ist das jetzt ein bisschen zu spät gekommen. 3 Münzen wird doch wohl reichen, um zu rerollen, oder? Das ist ein Item, das wird erst getriggert, wenn du getroffen wirst und somit ist das nutzlos, außer es triggert auch mit Holy Mantle. Oh, diese Runs sind Trolls. Diese Runs sind Trolls. Na, die Bombe hätte ich mir auch nicht gönnen können. Okay, lass uns rein in den Gletscher. Also, ich fühle mich ready. Wir haben gut Range und so und wir haben Krampfadern im Kopf. Okay, ich hätte den Raum unten erstmal vielleicht auschecken sollen, da war ein Kampfraum. Vielleicht sind da ein paar goldene Kisten oder so, von denen ich profitieren kann. Heilige Scheiße, okay. Ich weiß noch nicht, was die für Attacken machen, Mann. Sehr schön. Okay, lass mal kurz hier reingucken. Was haben wir im Kampfraum? Es ist eine goldene Kiste. Lohnt sich das? Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Rückzug, Rückzug. Mayday, Mayday, Mayday. So. 3 Schüsse und dann sind die tot. Wir haben eine Bombe bekommen. Das ist gut. Und einen Schlüssel. Wir müssen unbedingt das Glas machen. Oh, denn das wird Spaß machen. Okay.
Und die letzten, genau, das sind diese Knochentypen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Tränen, okay, um diese Typen zu töten, cool. So, nein, ich werde den D4 nicht einsetzen, weil wenn man den D4 einsetzt, dann verlieren wir unseren Holy Mantle. Aber vielleicht ist das sogar ganz gut im Notfall, wenn ich 9 Leben finde. Wenn ich vor 9 Leben stehe, könnte ich drüber nachdenken. Könntet ihr jetzt aufhören, mir die ganze Zeit blaue Steine hinzulegen und mich so zu dingsen? Ich glaube, das da unten ist ein Super Rock, oder? Verdammt nochmal, ich will aber nicht. Ich will noch nicht. Oh, hier ist auch noch ein super Geheimraum. Das heißt, ich brauche mehr Bomben, als ich eigentlich benötige. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, die teilen sich auch noch in so kleine Blobsies. Weg mit diesen Blobsies. Oh Gott. Ein Schlüssel. Wir brauchen Bomben. Habe ich eigentlich schon angemerkt, wie cool die Musik eigentlich ist? Die ist cool, ne? Die passt total. Das ist eine richtig gute Musik. Die klingt wirklich sehr eisigig. Ich würde gerne nachsehen, wer dafür verantwortlich ist. So, schön im Feuer stehen, sonst werden wir vereist. Und hier ist auch schon der Boss, aber dazu sage ich nein. Dazu sage ich nein. Und was haben wir hier drin? Luck-Up-Münzen, das ist gut, dass wir die jetzt schon finden. Ich hoffe, Luck-Up erhöht ein bisschen die Chance auf Items. Oh Gott, ich werde sterben, qualvoll. In diesem Raum. Könntest du jetzt bitte sterben? Okay, könntest du... Danke. Was haben wir jetzt hier so? Okay. Und ein Bämmchen. Alles klar, das ist schon mal sehr schön. Damit könnten wir jetzt die ganzen... Den Bonusraum auf jeden Fall öffnen, oder? Oder den Super Rock? Ich glaube, den Super... von diesem Raum können wir mehr profitieren. Außer da steht jetzt einfach nur ein dreckiges Bett rum. Ein heiles Bett steht da rum. Und der Durchgang zum Schwarzmarkt. Aber ich behalte erstmal noch eine Bombe. Das lief jetzt nicht so optimal. Die ganzen blauen Steine. Gott, eine goldene Bombe würde jetzt einfach... weihnachtlich sein. Das wäre ein schönes Weihnachts... Oh, oh. Ein schönes Weihnachtswunder oder so. Ich bin verlangsamt. Bitte, 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 bitte. Tau mich wieder auf. Tau mich wieder auf. Der Typ ist heftig. Komm schon. Drauf da. Yes. Okay. Auftauen, bitte. Das dauert so lange, bis man aufgetaut ist. Das ist echt krass, Mann. Dass man sich da anpassen muss, um auszuweichen. Noch ein Sack. Leider keine Bombe, aber Hyrule. Hab mich kurz gefreut. Hab mich echt kurz gefreut. Muss ich zugeben. Bis ich dann gemerkt habe, nope. Es gibt keinen Grund, sich zu freuen. So, flieg mal jetzt ins Feuer, bitte. Du kriegst keinen Schaden vom Feuer? Doch. Wollte schon sagen. Oh Gott, die werden immer größer, die Freaks. Diese kleinen Schneebälle. Okay. Und tschüss. So, du kleiner Blupsi, weg mit dir. Und das ganze Feuer sollte ich eigentlich auch ausmachen, ne? Da könnte auch noch so ein bisschen was drin sein. Ein bisschen Münzen oder so. Oder ein blaues Herzchen. Aber hier ist eine Münze. Da ist der Zacki-Zacki-Raum. Das ist jetzt so eine Sache. Gehe ich da jetzt rein oder warte ich, bis ich vielleicht eine Karte gefunden habe oder so, die mir den Arsch retten kann? Ich warte, glaube ich, ganz kurz. Mal gucken, ob wir den Spiegelraum bekommen, weil den kriegt man ja anscheinend nur einmal auf der jeweiligen Ebene, so. Also, es gibt ja keine zwei. Wow! Da habe ich die gerade genockbackt und an den beiden bin ich dann vorbeigerast. Wie krass bin ich denn gewesen? Das ist eigentlich ganz okay, das Item. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, nur dieser Range-Up, der ist ein bisschen schlecht, glaube ich. So. Okay, du machst echt ganz viel Spucki-Spucki. So, gut. Lass mich mal ganz kurz hier rein. Danke. Wow, Stacheln. Oh, im Himmel, ich bin tot. Ich bin hier drin tot. Das ist so ein Bullshit-Raum. Ich bin tot. Ich bin zweimal tot hier in diesem Raum. So, der platzt jetzt ganz lustig auf und ich wurde getroffen. Und versteck mich jetzt hier in der Ecke und beweg mich gar nicht mehr. Okay, einmal hier so. Den Holy Mantle-Effekt wiederholen. Puh. Ich gehe in den Zacki-Zacki-Raum rein und ich werde dann am Boss sterben, weil das reicht niemals, diese Stärke. Oh, wir haben einen Rasierer. Alles gut, Chat. Alles gut. Wir haben einen Rasierer gefunden. Alles gut. Wir haben es geschafft. Na, das wird jetzt ein Kinderspiel. Okay, Vorsicht. Wir sprengen jetzt mal ganz kurz einen blauen Stein, weil wir haben ja auch diesen Raum nicht bekommen, den Spiegelraum. Vielleicht ist ja da auch noch eine Bombe drin. Eine goldene Kiste. Oh! Ja! Jetzt wird's noch bitterer. Wenn ich jetzt sterbe, wird das noch mehr wehtun. Jetzt wird's noch mehr wehtun, wenn ich jetzt sterbe. Ich hätte gerne eine Bombe auch noch für den... Wartet mal, wo ist der Shop? Ich würde gerne auch noch mal reingucken in den Schwarzmarkt nach unten, bevor wir jetzt den Boss bekämpfen, der uns wahrscheinlich den Arsch aufreißen wird. Der wird unseren Rasierer nehmen und uns rasieren. Was ist hier? The Sun ist eigentlich ganz okay. Könnten wir im Notfall einsetzen, um den Typen mal ein bisschen Schaden zu machen. Wer ist das? Kenne ich ihn? Duke of Flakes. Oh Gott, was hat er nochmal gemacht? Das ist jetzt natürlich blöd, weil der Typ in der Luft fliegt und von meinen grünen Tränen nicht getroffen werden kann.
Um Himmels Willen, was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Der macht Feuer. Der macht Feuer. Er ist tot aus irgendeinem Grund. Wieso ist er denn jetzt so schnell gestorben? Okay, ein bisschen Speed-Up, das ist ganz nett. Und was haben wir hier? Campus, der uns jetzt killt, ne? So, ich nehme mal das hier mit und ich nehme das hier mit. Wir müssen unbedingt mal auf Angel Deals gehen. Vielleicht gibt es da neue Items. So, okay, dann auf geht's in die nächste Ebene. Wir haben Eye of Belial, das ist sehr, sehr schön. Und hoffentlich bekommen... Oh, ich dachte, ich bin jetzt gerade draußen. Ah, wir sind immer noch im Gletscher, sehr gut. Glaube ich. Ich glaube, das ist gut. So, genau, die Kackhäufchen müssen wir kaputt machen, weil wir haben ja das Trinket. So. Geld ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die können wir ausgeben im Shop für gute Sachen. So. Okay, was haben wir im Kampfraum diesmal? Wieder eine goldene Kiste, die mache ich. Oh, scheiße, das ist ein Bosskampfraum. Okay, okay, okay. Das sieht aber ganz gut aus noch. Mal gucken, wer der zweite ist. Uiui, bloß nicht getroffen werden jetzt von dieser Scheiße hier. Das ist simpel. Da gibt es weitaus schlimmere Bosse, aber zum Glück haben wir Eye of Belial. Das erleichtert das ein bisschen. Und Cricket's Head, wie durch ein Wunder. Okay, okay, sehr schön. Beide gleichzeitig attackieren. Und go, mein Freund. Jetzt sind nur noch wir beide da. Du spuckst einfach nur ein paar kleine nervige Spinnen, die man nicht unterschätzen sollte. Die sollte man definitiv nicht unterschätzen. So. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh, Spinnen, Spinnen kommen jetzt. Böse Spinnen, die wir one-hitten zum Glück. Der 6er Damage reicht also und der macht sowas hier. Das habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Uiuiui. Ui, ui. Boom, vorbei. Gib mir den Schlüssel. Let's go. Wir haben jetzt ein Runen-Item. Wo kommt die Münze her? Egal. Wir haben jetzt das den Rune-Bag. Das heißt, wir bekommen Runen gedroppt. Wie zum hoffentlich Olgis und Anzus. Das wäre super gut. Wir könnten auch Black Rune. Sehr schön. Das dann behalte ich erstmal für den Notfall, falls hier gleich irgendwelche ganz komischen Gegner auftauchen, die ganz komisch sind. Und hier ist der Spiegelraum, aber leider haben wir keine Bombe. Lass uns hier rein. Okay, bloß nicht getroffen werden jetzt vom Feuer. Bloß nicht vom Feuer getroffen werden. Gut. Wir haben Dagas. Setz dich einfach mal ein. Und wir haben Magician. Nope, das brauche ich alles nicht. Gut, wir brauchen Bomben. Wir brauchen jetzt ein paar klitzekleine Bomben. Hör weg damit. Kann ich das mit meinem Holy Mantle öffnen oder nicht? Weil du kannst ja mit dem... Ich dachte auch früher, dass du mit dem Holy Mantle einmal am Blutspendeautomaten spielen kannst. Aber nope, nix da. Das geht nicht. Der reroll Stats, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Stats. Was soll denn der Scheiß? Aber wir könnten es mitnehmen. Den werde ich eher einsetzen als den D4. Genau. Vielleicht haben wir irgendwann irgendein Item gefunden, wo die Stats so richtig rapide runtergehen und wir können es vielleicht ändern. Mhm. Hier ist der Spiegelraum. Den machen wir aber noch nicht. Oh, mit der Black Rune könnte ich auch das Item einsaugen, aber vielleicht mache ich das woanders. Was machen die so für komische Sachen, diese Spinnen? Das ist super merkwürdig. Okay, was haben wir hier? Das ist Anzus. Setzen wir direkt ein. Sehr gut. Da ist der Geheimraum. Können wir sprengen. Und das ist ein fieser Raum. Da legen wir eine Bombe. Vielleicht ist da was Cooles drin, wie zum Beispiel der Stein. Gott, ich habe hier gerade voll die Übersicht verloren, Mann. So, bevor wir hier hingehen, gehen wir mal ganz kurz zurück und checken den Raum da hinten. Oh, meine Piercing, also meine Tränen gehen durch Wände und somit auch an den Gegnern vorbei. Das ist natürlich sehr interessant. Und wir sind stark genug, um den Typen sehr schnell zu töten. Sehr schön, weiter geht's, bevor wir den Raum da checken. Und go, 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 go. Oh, shit, wir wurden erwischt. Oh Gott, 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 oh Gott. Wir haben genug Schlüssel. Zum Glück ist es ein Schlüsselraum mit... Oh, keiner Bombe. Mist. Ich könnte ja hier einmal rerollen in der Hoffnung, vielleicht Range wegzumachen und vielleicht Tears abzubekommen. Wir bekommen plus 4 Damage. Aber die Tier-Rate ist niedriger. Minus 4 Damage, aber die Tier-Rate ist gut. Ah, unser Speed ist aber auch scheiße. Oh, oh. Speed ist wieder dazu, plus Damage. Ah, Range ist aber weniger. So ist, glaube ich, ganz gut. So ist ganz gut, so ist ganz gut. Unser Speed ist wieder zurück. Gott sei Dank, so ist ganz gut. Wahrscheinlich ist es so wie am Anfang, ne? Nein, wir haben mehr Damage, definitiv. Und ein bisschen bessere Fire-Rate, oder? Sehr gut. Zack, zack, zack. Ja, das sieht doch nice aus, oder? Okay, hat sich gelohnt, mal das Ding einzusetzen. Olgis, perfekt, kommt wie gerufen. Das ist so eine kleine Sicherheit, um hier den Knopf zu drücken. Und das da kaputt zu machen. Na komm. Na komm, sehr schön. The Tower. Könnte man die Geheimräume aufmachen und so, aber nope. Wir nehmen jetzt erstmal Olgis mit für den Bosskampf, denn der wird ziemlich abgefuckt, das sage ich dir jetzt schon. Okay, vielleicht muss ich ihn sogar hier einsetzen, weil ich glaube, ich wurde nicht getroffen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dem Spiel trauen kann. Das sah so aus, als wäre ich getroffen worden.
So. Genau, machen wir Geld, 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 Geld. Da ist doch schon der Shop. Ich hoffe, da ist kein Greed drin. Du bekommst mein Geld nämlich nicht. Nicht den Gegner in der Mitte treffen. So. Oh, er wurde hingeschoben. Das Batterien-Item spricht mich jetzt nicht an. Ich habe zwar ein Space-Item, aber das ist jetzt... Nee, 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 nein, danke. Was haben wir hier? Oh, Mist, Mann. Vielleicht bekommen wir... Ah, scheiße. Was haben wir hier? Das ist Dagas nochmal. Was haben wir hier? Das ist Ivos, Berkano. Sehr gut für den Bosskampf. Und Haglas, Dagas. Einfach einsetzen, weg damit. Ivos für den Schwarzmarkt vielleicht? Leider nicht. Haglas. Aegis, Black Rune. Okay, wir nehmen Aegis mit. Genau, genau, genau. Devil Deal werden wir sicherlich nicht nochmal bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und was haben wir hier? Berkano nochmal. Sehr schön. Und das war ein sehr merkwürdiger Raum. Okay, let's go. Freezer Burn. Oh, den kenne ich. Der war ja super schlimm. Aber zum Glück sind meine Fliegen sehr stark. Sehr nice. Und wir haben nochmal ein bisschen Tears abbekommen. Ja, das war ja ein Kinderspiel. Ich könnte jetzt ganz zurückgehen und mit der Black Rune irgendwas einsaugen. Aber ich behalte mal Aegis. Einfach für den Nord. Der Spiegelraum. Der Spiegelraum. Ja, na klar. Ich bin fast... Transformer, scheiße, Mann. Aegis wird uns retten. Aegis, mit dem schaffen wir auf jeden Fall den Spiegelraum. Mit der Rune. Und wir haben die Black Rune, was auch sehr cool ist. Den Spiegelraum habe ich ja geöffnet. Komm, wir machen erstmal den Spiegelraum. Let's do this. Dum, dum, die Musik ist abgefahren, gut. Wieso mache ich ihm kein Damage? Okay, ich setze Aegis direkt ein, Mann. Ich setze direkt ein, weil der hält super viel aus. Guckt euch das mal an. So, Blutungsschaden machen. Oh, der muss sterben, unbedingt. Go, 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 go. Alter, Alter, der kriegt... Oh, oh. Oh, oh, das wird kein Kinderspiel. Das wird kein Kinderspiel. Mein Aegis hält nicht lange. Drauf achten. Oh, er ist tot. Oh, wieso auf einmal so schnell? Fuck, Mann. Okay, okay, gruselig. Das war gruselig. Und jetzt gehen wir mit der Black Rune noch den Before einsaugen. Oder das hier. Ja, ich saug das ein, weil das ist scheiße, weil wir dann ab und zu, ich renne aus Versehen, wobei, nein, somit haben wir unendlich Bomben. Ich muss nur aufpassen, worüber ich damit fliege, nicht über Steine, wo, die in die Luft fliegen, weißt du? Das wäre ein bisschen beschissen. Und dich sauge ich ein und bekomme noch ein bisschen Range und Shot Speed ab. Okay. So, und dich traue ich mich nicht zu öffnen, weil ich nicht ganz verstehe, wie der Holy Mantle funktioniert. Immer noch nicht. Hatten wir hier blaue Steine? Wir hatten hier blaue Steine, oder? Hatten wir hier blaue Steine oder nicht? Schauen wir mal. Aber gut, wir haben die beiden Gletscherebenen überstanden. Wir müssen jetzt einfach nur hier raus. Okay, kein blauer Stein. Hier auch nicht, ne? Nope. Okay, einfach nur raus hier. Und tschüss. Und jetzt einfach mal einen Run machen. Lass uns mal, ja, zur Chest gehen, oder? Bekommen wir was freigeschaltet? Ach so, nein. Okay, gut, habe ich anscheinend falsch verstanden. Na, das ist ja lustig. Das ist ja schon fast so, als hätte ich mich umsonst hier irgendwie bemüht, ne? Und so und gelitten. Aber naja, manchmal passieren lustige Sachen. Ich glaube, ich setze das Sun ein. So, einfach um hier schnell durchzukommen. Setzen wir auch direkt ein, um dir Schaden zu machen. Oh, aber ordentlich. Boom, weg mit dir. Zack und zack, wir haben hier Hayglass. Hayglass, what? Macht Hayglass Geheimräume auf? Ich glaube nicht. Hey, diese Ebene sieht ja exakt so aus wie die letzte fast. Das ist ja lustig, ne? Hallo? Ja, jetzt haben sich die Tränen weiterentwickelt. Wir bräuchten aber noch ein bisschen Tears Up. Aegis? Schon wieder? Joa, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Kann uns das Pöpöchen retten. Sogar dieser Raum ist hier gleich. Moment mal. Und der Geheimraum ist auch an derselben Stelle. Moment mal. Moment mal, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist exakt der gleiche Ebenenaufbau. Das ist aber jetzt... Und... Warte, was? Moment, warte, was? Und wir haben... Moment, warte, was? Interpretiere ich da wieder zu viel rein? Perfrow? Ja, nehmen wir mal mit. Ich hoffe, hier ist nichts Böses. Ja, hier, guck mal, sind wieder die... Dinger. Dagas und Magician. Moment mal. Moment mal. Diesen Raum, ja, hier sind natürlich andere Gegner drin, aber ansonsten... Da ist auch die Stachel... Da ist sogar die Kiste gewesen. Die Stachelkiste, die ich nicht geöffnet habe, weil ich mich nicht getraut habe. Das fällt mir jetzt erst alles auf, Mann. Und Spoonbender. Ja, Mann. Und nochmal
ein Dingsbums ab. Okay, das ist strange. Was, wenn man da sprengen muss, wo der Spiegelraum auf der letzten Ebene war? Was, wenn man da sprengen muss? Hm? Gott, ich hoffe, wir kriegen jetzt eine Bombe, weil ich da unbedingt sprengen will. Okay, was ist das hier? Das ist Haarglas. Aha, aha. Gib uns Bomben jetzt, bitte. Spiel. Denn ich möchte etwas experimentieren. Wir kriegen eine Bombe, aber nicht eine, die ich mitnehmen kann. Verdammt nochmal. Knopf, kommen jetzt hier die Mulligans? Tatsächlich. Ich habe ein Déjà-vu, Chat. Ich habe ein Déjà-vu. Okay. Sehr gut. Bombe. Oh nein, ich bekomme keine Bombe hier. Das heißt, der Supergeheimraum ist dann auch hier links, ne? Im Shop ist vielleicht eine Bombe drin. Ja, da ist eine Bombe. Okay, okay. Und das kaufe ich auch, weil... Ne, wieso nicht? Vielleicht behalte ich das sogar. Nein, ich behalte es nicht. Perforon. Ne, vielleicht im Devil Deal Perforon, ne? Was, wenn ich jetzt exakt dort sprengen muss, wo auf der letzten Ebene der Spiegelraum war, um den Dingsbums hier zu bekommen? Den auf dieser Ebene, den Spiegelraum. Der war ja hier, ne? Oh. Oh, schade. War kurz spannend, oder? War ganz kurz spannend. So für eine Minute war es kurz spannend, oder? Okay, dann lass uns mal den Boss wegklatschen und dann im Devil Deal rerollen. Oder erstmal die Typen hier wegklatschen. Hier war der Raum mit den zwei Feuertypen. Und diesem komischen Tor. Okay. Oh, da ist der Sound wieder. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Ebene. Dass sie auch exakt gleich klingt. Irgendwas beißt sich da. Ich glaube, das ist irgendein komischer Bug, Mann. Yes, 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 yes. Unser Shotspeed ist ein bisschen zu krass. Das ist natürlich nicht so geil mit Spoonbender. Und hier haben wir Milch. Und ich glaube, das Reroll. Erstmal Jerram, wir Perfro. Und Perfro und dann die Milch. Das ist der Lippenstift. Nope. Nicht interessant. Das ist schon eher interessant. Bisschen Tears up. Yes. Okay, gut. Lass uns weitergehen in die nächste Ebene. Die wahrscheinlich dann auch exakt gleich aussieht, was? Das wäre lustig. Nee, sieht sie nicht. So, komm her, du kleines Baby. Wir bekämpfen jetzt mal das Böse. Die Spoonbänder, ne? Manchmal fliegen die auch dahin, wo du nicht willst, dass sie hinfliegen. So, wir werden wieder nicht den Boss verschaffen. Und Hush werde ich sicherlich schaffen, aber nicht machen, weil ich bin lost. Und bin aus Versehen über so ein Bombending gefahren. Flogen. Nope, das brauche ich nicht. Okay, Mace will, dass wir hier hin. Mace will, dass wir den Boss einfach direkt finden, der ein Raum weiter ist. Das heißt also, hier ist ein riesengroßer Loop. Passt auf, wenn sowas hier passiert, wenn der Bossraum nur ein Raum weiter ist, das ist natürlich ein feuchter Speedrun-Traum für jeden Speedrunner. Aber das heißt, hier ist irgendwo ein riesengroßer Loop. Ich bin gespannt, wie die Ebene aussieht. Nein, Mace, komm schon, hör auf damit jetzt. Das ist nur noch ein bisschen Mobbing hier, das ist nicht cool. Okay, weg mit dir und weg mit dir. Naja, der Shotspeed ist gar nicht gut. Shotspeed not good. Wir haben auch lange kein neues Item mehr gehabt, nicht wahr? Ich habe auch überlegt, mit der Mod zu spielen, wo höhere Chancen sind auf Modded Items. Ich habe es getestet, aber leider, ich habe mit Isaac gespielt, habe resettet und ganze Zeit versucht, ein neues Item zu finden im Itemraum. Hat nicht geklappt, hat nicht geklappt. Die Chancen waren sehr gering. Als ich die Mod deinstalliert habe, habe ich ein neues Item gefunden, was wir aber schon hatten, dieses Kackwurst-Item. Das heißt also, die Mod funktioniert leider nicht mit einer anderen Mod, wo die Chance erhöht wird auf Items. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, zack, zack. Unendlich Schlüssel. Ja, sparen wir ein bisschen. Oh, wir könnten auch hier durchrasen. Ich brauche gar nicht sprengen. Und wir haben hier eine Emperor. Das ist natürlich sehr gut. Und die nehme ich auch mit, die Emperor-Karte, die hier liegt. Ah, ein abgetrennter Babykörper. Okay, ich denke schon. Ich nehme es. Schwarzmarkt? Nein, leider nicht. Gut, was haben wir hier? Und ist die Ebene ein Loop? Sieht nicht so aus, ne? Das sieht nicht so aus, als wäre es ein Loop. Die Ebene ist ja super merkwürdig und lustig. Okay. Aber auf die merkwürdige Art lustig. Ja, natürlich nehme ich den Kompass mit. Sehr schön. Aber sowas von. Und wieso haben wir null Chancen auf einen Devil Deal? Was denn jetzt passiert? Null Chancen auf einen Devil Deal? Moment mal, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Was ist das hier? Jera oder sowas? Degas, weg mit dir, Mace. So, wir haben den Shop. Doch, den Shop haben wir auch schon gefunden. Wir haben da schon einige Sachen untersucht. Hier was untersucht. Bomben, okay.
Was ist hier los? Wieso habe ich null Chancen auf einen Deal? War ich da schon? Habe ich mich reingeportet in den Deal? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So senil bin ich nicht. Ich bin kein seniler alter Zirkusaffe, der sich denkt, ich bin schon reingeportet worden, oder? Und hab's vergessen. Let's go. The Gate. Okay, gut, wenn sein muss. Ich habe lange dich nicht mehr so bekämpft. Mach keinen Brimstone, okay. Ah, er macht Brimstone. Er ist tot. Sehr schön. Na, das ist ja jetzt... Ich habe null Chancen auf einen Devil. Das ist die... Das ist eine super merkwürdige Ebene. Ich nehme einfach mal ein paar Pillen mit. Oh, I'm excited ist nicht gut. I'm excited ist gar nicht gut. Das heißt, die Gegner werden gleich in irgendeinem Raum super schnell sein. Oh, that's not good, man. That's not good. Oh, drei rote Kisten. Na klar. Kann ich es doch wieder ändern und wieder rausgehen? Ich könnte die Emperor-Karte einsetzen, aber dann haben wir keine Möglichkeit auf den Itemraum und den Shop. Und das wäre super traurig. Oh, und außerdem sind das ja ziemlich simple Gegner hier. Drauf da, drauf da, drauf da. Und wir kriegen sogar noch eine kleine Münze als Belohnung. Danke. Und der Kompass zeigt uns auch, wo der ganze Schissel ist. Wo wir hin müssen und wo uninteressantes Zeug ist. Aber natürlich kann eine Ebene auch... Eine Ebene kann natürlich auch irgendwo einfach so ein Item liegen haben, ne? Oh, das sind die letzten zwei Bücher. Sehr schön. Für die Bookworm Transformation. Und hier setze ich mal das Buch auch ein. Leider nicht den Map-Effekt. Schade. Arcade Room, ja, kann man einmal ganz kurz reinglupschen, oder? So. Sehr gut. Zack. Ich spreng dich mal. Vielleicht bekommen wir da irgendwie etwas. Sehr gut. Ja, mit dem Schlüssel. Und Shop gehen. Ja, lass uns mal in den Shop reingehen. Wobei, ich glaube, der Itemraum ist eher weg von der Route. Und wir sollten vielleicht erstmal den Itemraum... Ne, wobei, das ist ja offensichtlich. Oh, wir wurden getroffen. Vorsichtig jetzt. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Was lebt hier noch? Was lebt hier? Uiuiui. Und weg hier. Wir haben die Black Rune bekommen. Natürlich mag ich die Black Rune. Damit kannst du Sachen einsorgen. Aber wir haben auch eine Emperor-Karte. Damit kannst du Ebenen überspringen, die super nervig und kacke sind. Sorry. So. Eigentlich nicht sorry, Mann. Bombebene. Geh her mit den Herzchen. Was haben wir hier? Judas Shadow jetzt, ne? Keinen Explosionsschaden nehme ich mit. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt mit unserem Riesending da über Steine fliegen. So. Genau, 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 genau. Flups. Und was haben wir hier? Die Map natürlich. Wow. Und PhD. Oh, hätte ich auch gerne gehabt. Da will ich jetzt auch nicht... Ach, ne, wir werden sicherlich nicht irgendwie an Geld kommen. Außer hier vielleicht. Leider nicht, leider nicht. Wir haben eine Arcade Room, aber da kann ich nicht an dem Blood Donation Scheiß da spielen. Bäuerchen. Hey, nichts, Mann. Okay, ja, dann scheißen wir einfach drauf und gehen einfach weiter. Haglas? Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Na, dann lass uns jetzt hier reingehen, Morm bekämpfen und abhauen. Das ist die rote Morm. Ist ein bisschen schwer. Müssen wir aufpassen jetzt hier. Nicht unterschätzen. Gut. Gut. Hier mit dem Spiegel vielleicht ein bisschen Blutungsschaden. Ich habe zwei Items, die Blutungsschaden machen. Der Rasierer und der Spiegel. Okay, sehr schön. Devil Deal ist wieder da. Wir nehmen das hier mit. Und was gibt es hier? Den Krampus, der uns hoffentlich Kohle gibt. Ansonsten saugen wir deinen Kopf ins Nichts ein. Willst du das? Na, habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht. So, let's go. Flup. Ist ja doch noch ein guter Lost Run entstanden, nicht wahr? Die anderen Runs waren aber ziemlich nervig, ey. Ich habe mich auch super aufgeregt über das Spiel, Mann. Okay. Tja, ansonsten, was ist, das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt, ne? Wir haben jetzt ein bisschen uns die Map angeguckt, aber jetzt, also die Mod. Jetzt müssen wir uns vielleicht eine andere Mod ansehen oder so. Ich weiß es nicht, Mann. Ist ein bisschen schade, dass sie so wenig zu bieten hat jetzt erstmal. Okay. Go, go, go. Ich will unbedingt in den Zacke-Zacke-Raum reingucken. Vielleicht kann ich da ja reingeportet werden oder irgendwas rerollen. Oder einsaugen. Geht leider nicht beides. Hop, 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 hop. Small Rock. Leider nicht, aber ein paar Bomben. Merci. Merci, merci, merci. Wozu brauche ich dich Buch eigentlich noch? Ich brauche dich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Buch. Bloß nicht getroffen werden. Das wäre jetzt ziemlich nicht optimal. Und was ist das hier so für ein kleiner Raum? Gut, auf der Ebene gibt es aber keinen anderen kleinen Raum, ne? Man sollte auf jeden Fall die Augen offen halten für kleinere Räume, die nach unten zeigen. Also so wie der Raum oben links, weil da können Items drin sein, die du auch rerollen kannst, ne? Ihr kennt die sicher, die Räume, von denen ich rede.
Zwei Schüsse und weg sind die Gegner. Ups. Lassen wir den Schlüssel halt liegen. 21 ist eine coole Zahl. Oh, Geheimräume werden uns jetzt angezeigt. Da oben war der. Nicht dein Ernst. Nach dem Wow, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass er da oben ist. Verdammt nochmal. Berkano, sehr schön. Hilft ein bisschen, die Räume hier schnell zu clearen. Ohne, dass sie voll auf den Sack gehen. Gut. Ja, das nehme ich mal mit. Vielleicht bekommen wir ja irgendwie die Chance, vielleicht noch Geld zu donaten. Das wäre vielleicht eine nette Idee. So. Okay, let's go mal. Was haben wir hier? Ein paar kleine Lokis. Und ich bleibe einfach stehen und töte dich. So sieht's aus, Mann. Kein Respekt. Und wir haben hier einen HP-Upgrade und noch mehr Tierschaden. Und wir sind jetzt bei 6. Sehr schön. Jera. Oh, das ist die Frage, Mann. Nehme ich Jera oder Perfro mit? Ich nehme Jera mit. Davon haben wir mehr, oder? Ja, wir kriegen bestimmt noch auf der Chest-Ebene noch ein paar Perfros oder so. Komm, spielen wir mit Jera. Und das mache ich nicht auf. Nope. Da bin ich mir viel zu gut für. Und hier haben wir ein paar kleine, niedliche Kakahäufchen. Sehr schön. Zack, 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 zack. So, dann lass uns jetzt mal schnurstracks zum Boss gehen, weil andere interessante Sachen gibt es hier nicht. Und wir können sogar eine Abkürzung nehmen. Oh yes, ich love you. So. Okay, danke schön für die Bombe, dass wir die wiederbekommen. Und den Supergeheimraum können wir gleich auch aufmachen. Nur es ist fucking dunkel hier, fällt mir gerade auf. Da müssen wir jetzt aufpassen, worauf wir treten und wo der Gegner ist. Scheiße, Mann. Ich habe die Helligkeit auch ein bisschen auf Standard gemacht, weißt du? Damit es so, damit wir den Fluch auch so sehen, wie er sein soll. Oh boy, oh boy. Was haben wir hier? Ulala, ja natürlich. Ja natürlich. Und sogar Abel bekommen. Ja natürlich, Mann. Hab ja leider keinen Perfro. Das hätte ich ihn vielleicht gererollt, aber vielleicht... Das war natürlich nur ein Scherz wieder mal. Natürlich. Lovers? Weg mit den Herzchen. Wir haben keinen Platz für Liebe. Hey, wir könnten jetzt sogar zu Hasch gehen, aber dann sterbe ich. Nee, das wäre jetzt Bullshit. Ich will lieber neue Items bekommen, hoffentlich in der Chest. Und noch ganz viele Jeras bekommen, in der Chest. Um noch mehr coole Items, die Chance zu erhöhen. Und zu bekommen. So. Wieder ein Devil Deal, sehr schön. Und die Frames sind voll eingebrochen. Was soll das denn? Jera oder Black? Ich nehme Black Rune mit, weil das ist, da können wir dann eher was einsaugen. Wie zum Beispiel das Buch hier. Sehr schön. Das können wir gleich einsaugen. Und ich glaube, ich saug dieses Buch eher ein. Tschüss. Wir bekommen ein bisschen Speed und Range Up. Okay. So, dann lass uns jetzt hier reingehen. Da ist zwar auch Delirium, aber Mann, dafür, wir sind nicht stark genug, um jetzt Delirium zu bekämpfen. Höchstens nach der Chest. So, wir haben jetzt Eye of Book of Belial zusammen mit Eye of Belial. Es müsste eigentlich eine Belial-Transformation geben, oder? Wenn wir jetzt noch etwas finden, keine Ahnung. Belials Ohrstäbchen. Ohrreinigungsstäbchen. Q-Tips. Belials Q-Tips. Ja, nehme ich mit. Ja, ja, ja. Auch wenn es ein bisschen Speeddown macht. Was haben wir hier so drin? Hab schon überlegt, das zu Jerran, aber nope. Setzen wir mal das Buch rein. Plus 7 Damage. Guten Tag. Hohoho. Was? Hey, nichts. Und? Sehr schön. Ja, wer mit dem Schlüssel? Na gut. Folgendes. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz nach links und gucken mal. Ach du Scheiße. Das ist ein sehr tödlicher Raum. Ich möchte nicht sterben in dieser Raum. Ob wir vielleicht noch irgendwie neuen Leben finden. Das wäre echt gut. Das wäre eine kleine Lebensversicherung. Okay, ich würde sagen, den nächsten Run machen wir dann mit Keeper, oder? Weil mit Keeper hatten wir lange keine Runs mehr und mit ihm muss man anders spielen. Und zum Abschluss dann noch vielleicht mit dem neuen Charakter, oder? Wie gesagt, ich habe echt gedacht, dass wir hier viel mehr zu tun haben. Aber ist leider nicht der Fall gewesen. Ist lustig, dass mit Lost jetzt mein schnellster Run ist, was? Okay, lass uns reingehen und es bereuen. Na, was haben wir hier? Das ist Empress. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Böse Gegner. Was ist das? Diggers. Oh, hoffentlich haben wir keinen Curse of the Blind auf der nächsten Ebene. Ansonsten müssten wir die Kisten duplizieren und dann hoffen, dass wir... Oh, Luck up. Hoffen, dass wir Diggers bekommen, damit wir den Fluch wegmachen, bevor wir die Items aufheben. Andererseits ist es natürlich sehr lustig und spannend, was wir so bekommen, ne? So, genug Schlüssel mitnehmen. Sehr schön. Und go. Machen wir diesen Typen jetzt erstmal fertig, ne? Das ist ja noch lange nicht gewonnen hier. Und Abel macht mir echt große Sorgen. Immer wenn ihre Tränen auf mich zufliegen, habe ich Lust aufzuweichen, weil ich dachte, auszuweichen, nicht aufzuweichen. So, einmal hier verstärken. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-du.
Okay. Und hier verstecken. Da. Und rein hier. Bitte kein Curse of the Blind. Bitte kein Curse of the Blind. Bitte neue Items. Und kein Curse of the Blind. Und Curse of the Lost. Okay, ist akzeptiert. Das ist akzeptiert. Ich guck mal ganz kurz. Ich clear noch mal ein paar Räume. Vielleicht können wir da noch mal Jerran, oder? Nur so ein paar, bis das Buch aufgeladen ist. Okay, Argument. Ist ein Argument, ne? Sagt man, ist ein Argument. Warte mal, was? Okay, das hier ist Blank Rune. Könnte auch Jerran sein. Ja, leider nur Bekano. Und wir bekommen die Blank Rune nicht wieder. Schade. Ja, ich bleib einfach stehen, Mann. Ich bleib einfach stehen. Like if it's nothing. Und Blank Rune nochmal. Komm. Yes! Und wir bekommen sie sogar wieder. Oh, bekommen sie nochmal wieder. Komm schon. Oh, wir bekommen sie wieder. Noch eine. Sehr schön. Ah, das war's dann, ne? Das war's. Okay, ich würde sagen, jetzt können wir es öffnen. Das Item habe ich gesehen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an jetzt. Seid ihr bereit? Oh mein Gott. Ich zeige euch das. Das habe ich gesehen. Das ist super geil. Glaube ich, dass es geil ist. Es sieht gut aus. Guck mal, wir spucken Feuer, Mann. Wir spucken Feuer. Homing-Feuer irgendwie. Das ist Feuer. Das ist crazy. Okay, weiter geht's, Mann. Aha, damit können wir hier noch eine Kiste duplizieren. Lups. Oh, 2020, aber auf sowas von. Warte, wie funktioniert unser Space-Item dann jetzt mit dem Feuer? Oh ja, Luck up. Die Six auch noch. Ja, jetzt geh mal nach Hause. Oh ja, ich glaube, das funktioniert nicht mit dem Feuer. Aha, noch ein Buch. Oh, stimmt ja, ich sollte auch aufpassen, weil ich habe ja nicht mehr viele Schlüssel. Scheiße, Mann, ich kann nicht mal alle öffnen. Was ist das hier? Friendly Fire Heartburn. Was macht das? Ich habe keinen blassen Schimmer. Was ist das hier? SpongeBob super absorbend. Oh, wartet mal, können die dann das auf dem Boden einsaugen? Was? Was machen die Items? Okay, pass auf, wir nehmen auf jeden Fall das hier mit. Testen das mal ganz kurz hier, setzen es ein. Und es kommt leider kein Feuer, sondern unsere Tränen. Wow! Ist das verbuggt, Mann, mit dem Feuer, die splashen ja. Okay, gut, ich weiß, welches Item broken ist hier in dieser Mod. Hä? Könnt ihr drauf kommen? So, pass auf, wir nehmen das hier als Schutz mit, falls wir sterben. Und rerollen den Spaß hier mal und bekommen noch ein neues Item. Ice Tray, Ice to Meet You. Ice Tray, Ice to Meet You. Ich glaube, dass unser Item sehr viel überschreibt, ne? Also das Item, was wir da gerade haben. Ich nehme mal Infestation mit, auch einfach zur Sicherheit. Ich glaube, dass... überschreibt ziemlich viele unserer Items und scheiße, machen wir viel Damage, weil die Tränen, also das Feuer zählt als Träne und die platzen dann auf im Gegner. Oh mein Gott, zum Glück habe ich die anderen Runs verloren und habe diesen Run jetzt hier. Anzus, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Humor hier, ne? Holy shit, gib mir Delirium bitte, gib mir Delirium. Du gibst mir kein Delirium. Dann bin ich wütend. Okay, weiter geht's, clearen wir ein paar Räume, bevor wir zurückgehen und dann rerollen. Holy Macaroni. Ich bin ein fucking Flammenwerfer. Okay, hier sind die ganzen Items. Wir können eine Kiste mal öffnen und nicht aufheben. Yes! Oh ja, Stigmata nehme ich mit. Nicht mitnehmen. Wafer wollte ich gerade aufheben, aber das bringt ja nichts. Dieses Rage-Item auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall auch dich und dich und noch Matthias ab vielleicht? Ah, bringt leider nichts, okay. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter, ne? Vielleicht finden wir noch ein paar Schlüssel. Und vielleicht eine Degas, damit ich Anzus einsetzen kann. Was ist das hier? Jerran nochmal. Na, das ist jetzt natürlich blöd. Außer wir finden jetzt eine Steinkiste zum Beispiel. Oder diese Kiste, perfekt. Das ist doch ganz gut. Warte, vielleicht kriegen wir noch eine Jerran. Okay. Go, komm raus da. Flammenwerfer, ja, ich nenne die Folge Flammenwerfer. Was haben wir hier drin? Okay, und sprengen wir mal diesen Shit hier. Oh, ich muss die Bombe mal in einem Raum einsetzen, voller Gegner. Oh, das ist ja, wenn ich in eine Richtung schieße, kriege ich Tiers ab, ne? Na, jetzt nicht so geil. Gut, lass uns mal die Bombe jetzt in einem Raum einsetzen.
Hat das gerade ein bisschen Leben abgezogen? Warte mal. Nein, nein, ich habe keinen blassen Schimmer, was dieses Ding macht, ehrlich gesagt. Eden's Blessing, cool. Für den nächsten Run, ne, starten wir vielleicht mit etwas Tollem. So, bevor wir den Boss machen, will ich jetzt aber nochmal rerollen, ne? Das ist ja sonst langweilig. Wohin muss ich nochmal? Jetzt nach oben, glaube ich, ne? Ne, nicht nach oben. Komm, das nehme ich mal mit, Cancer. Dim, 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 was war das? Das war Anzus, genau. Oh, was ist das denn hier? Habt ihr es gesehen gerade? Diese Lichteffekte. Creepy. Oh, leider nichts Besonderes. Was ist dieser Würfel? D6? Ah, tatsächlich, aber dann ist unser D6 weg. Das ist scheiße. Kann ich vielleicht austauschen, Space-Item? Ja, kann ich austauschen. Gut, gut, gut. Dann setzen wir jetzt mal ein. Und haben jetzt noch ein D6. Das ist cool. Pyromaniac? Nope, brauche ich nicht. Den Rest auch nicht. Super langweilig. Schade, schade, schade. Och du Scheiße, das sind die Eisgletscher-Tränen? Boah, wie das brummbackt. What the fuck? Okay, das sah cool aus, Mann. Das sah cool aus. Das sah cool aus. Habe ich schon erwähnt, dass das cool aussah? Wir haben die Morm-Transformation. Gut, jetzt steckt auch noch ein Schwert in unserem Hintern. Ja, ich würde gerne rerollen nochmal, aber ich glaube, hier gibt es sonst keinen anderen Raum, ne? Ich müsste dann woanders lang gehen. Scheiße, Mann, es ruckelt total. Ich habe jetzt nur noch 54 FPS. Und man merkt den Unterschied. Es ruckelt hier. Ihr seht es ja selber, glaube ich, oder? Nein? Verdammte Scheiße. War ich hier schon oben? Noch nicht zum Glück. Holy moly, die ganzen Fliegen. Wo kommen die denn her? Ach du Scheiße, das ist ja wie Guppy. Weil ich die ganze Zeit Eier schieße oder was? Anzus nochmal. Hier ist noch eine Batterie, die nehme ich noch nicht mit. Boah, man muss hier echt aufpassen, nicht getroffen zu werden. Okay, okay, okay. Jetzt gehen wir nochmal rerollen und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. So. Oh, es ruckelt, meine FPS sinken. Irgendwas stimmt hier nicht. Tag 10 zusammen mit dem Feuer. Glaubt ihr, es funktioniert? Das ist neu. Oder ist es einfach nur umgepixelt? Mindgum, Mighty Fresh Breath. Wow! Was ist das denn? Jetzt habe ich ein Eisfeuer-Ding. Funktioniert das mit meinen Tränen? What? Okay, ich glaube, ich nehme Tag 10 nicht mit, weil ich da große Angst habe, dass das nicht funktioniert. What the fuck? Okay, 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 okay. Denkt nach, denkt nach. Nimm die Batterie mit. Nimm die Batterie mit, genau. Und wir gehen jetzt zum Boss und ich hoffe einfach mal, dass wir gleich die Möglichkeit bekommen, Delirium zu bekämpfen. Oh mein Gott, das auch noch. Oh mein Gott, jetzt auch noch den Damage duplizieren. Ich mach's. Okay, 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 okay. Wir nehmen das noch mit. Und einfach fürs Optische, nicht wahr? Damit ich aussehe wie ein kleiner, süßer Löwe. Leo Stompy. Das ist cool, Mann, dass wir jetzt in dieser Folge noch ein paar neue Items zu sehen bekommen. Let's go, Mann. Lass uns den Boss wegklatschen, der wahrscheinlich in 0, nichts sterben wird. Ich schieße Schneeflocken. Scheiße, nenne ich das jetzt Schneeflocken oder... Oder Flammenwerfer. Flammenwerfer-Schneeflocken. Schneeflockige Flammenwerfer! Oh mein Gott! Kein Delirium? Nein! Vielleicht bekommen wir jetzt noch gleich irgendwie eine andere Möglichkeit. Warte, 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 warte. Das ist ja super abgefahren. Ich will nicht, dass der Run zu Ende geht. Wir haben sicherlich noch hier unten etwas nicht abgecheckt, oder? Oder hier unten. Oder hier unten. Oh Mist, aber oben. Oben geht's noch irgendwo hin bestimmt, oder? Verdammt, ich kann nicht rerollen. Mist, 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 Mist. Ah, wir brauchen auch Schlüssel. War ich hier ganz rechts? Hier ist eine Sackgasse. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Hier. Oh, es geht noch weiter, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Guck mal, da können wir unsere Tränen schön sehen. Gut. Kein Schlüssel. Komm schon, Dead's Key. Dead's Key. Gib uns Dead's Key. Wir können rerollen einmal. Okay. Bekommen wir vielleicht den Würfel so noch einmal aufgeladen. Okay. Perfro. Yes. Wobei, fuck man. Ich habe ja nur ein Item. Ich muss jetzt noch einen Schlüssel bekommen. Der sah komisch aus, der Gegner. Okay. Wir müssen die Batterie nehmen. Oh Mist. Oder habe ich da oben vielleicht einen Raum gehabt? Was machen diese SpongeBob-Bomben? Oder nenne ich die Folge SpongeBob-Bomben? Flammenwerfer-Eisflocken SpongeBob-Bomben. Irgendwie so. Dead's Key? Dead's Key? No Dead's Key.
Scheiße, Mann. Habe ich hier alles geklärt? Ja, hier habe ich alles geklärt, ne? Moment mal. Ja, hier habe ich alles geklärt, oder? Ah, verdammt. Gut, Leute, das war's mit dem Run. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben hier nochmal neue Tränen gesehen. Das sieht abgefahren aus. Das ist cool. Dieser Flammenwerfer, den habe ich schon gesehen. Aber den Rest, der ist auch neu für mich. Crazy. Crazy, wie er aussieht, ne? Holy fuck, Mann. Okay, das Design ist echt gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Das ist der Seed. Falls ihr ihn auch spielen wollt, notiert ihn euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, Revelations of Doom, Flammenwerfer, Schneeflocken, SpongeBob-Bomben und tschüss!